Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zum heutigen Miitopia-Part. Ja, beim letzten Mal habe ich Hass auf Palbanta bekommen, weil er mich erstens kaputt geballert hat und dann auch noch gegen den Gegner geballert hat. Dann hat er zusätzlich auch noch Sven seine Bananen bestohlen und Maxime hat es endlich mal geschafft, auch dazu zu kommen. Das dritte Gebiet. Wunderschön. Ne? So, mein Avatar ist, wie ihr sehen könnt, jetzt aus. Ich werde jetzt bald Spaß haben und ich werde Pal den restlichen Abend höchstwahrscheinlich verfluchen. So, ich habe Offscreen wieder zweimal gesammelt. Ich habe 5 Spielhallen-Tickets vom König erhalten. Ich bin glücklich und ich habe ein paar Ausflugstickets bekommen. Wer braucht das gerade am dringendsten mit dem Pferdchen? Komm, Maxime, wenn du schon so spät bist. Unser Popstar kriegt sein Pferdchen. Ein Ausflug mit Epona. Epona ist verwirrt von Mixtreme. Oh, sie gehen auf den Jahrmarkt. Heute darfst du dir hier was aussuchen. Also Epona, was hättest du gerne? Oh, mir fällt gerade ein Gimmick auf. Da ist eine Starkarznei von Dragon Quest. Ach, ja, Karotten, die magst du sehr. Epona. Na gut, dann halt noch ein paar Äpfel als Nachtisch. Ja, Mirko, wenn schon das ganze Paket. So, jetzt machen wir etwas, was wir beim letzten Mal nicht gemacht haben. Nämlich, wir holen jetzt erstmal alle Ebenen nach, die noch nicht benutzt wurden. Zum einen auch deswegen, weil ich Mixtreme erstmal leveln muss. Der ist Level 1. Und wir haben hier vor diesen Trollen schon ordentlich auf die Schnauze bekommen. Um es grob anzusprechen. Also Leute, freut euch darauf, wie ich jetzt ein paar Ebenen nachhole. Wie zum Beispiel hier den Weg unten. Du hast mir nicht Komplimente zu machen. Du hast mich letztes Mal belogen, betrogen und einfach nur weggeballert. Mixtreme hat eine Technik gelernt, aber ich habe gerade nicht sehen können, was das war. Ich habe mal kurz ein Standbild auf dem PC, um nachzugucken. Ah, Zugabe. Okay. Wir werden es ja gleich sehen, was das kann. Ah, Mirko trifft alle. Also der Mixtreme. Okay. Menu! Warum bin ich denn jetzt wütend? Nee, mürrisch bin ich. Ich kann mir nicht aussuchen, was ich mache. Mein Blick ist auch Gold wert. Das ist immer so Tutti Frutti und dann noch einmal so ein Gesicht. Ohrwurm gelernt. Bring Gegner zum Tanzen, um sie für einen Zug lang abzulenken. So, jetzt können hier zwei die Gegner ablenken. So, Palbanta möchte ein Pünktchenpanzer werden. Ja, dann zeig mir, ob du ein Pünktchenpanzer wirst. Er wurde einer. Ja, du denkst, du wirst der pinken Hölle entkommen, Palbanta, ne? Aber du kriegst auch das hier in Pink. Das war jetzt nichts Persönliches. Er hat ja vorher einen komplett pinken Panzer, der in den Augen wehgetan hat. Das Megafon ist bestimmt eine Waffe für Mirko. Er muss aufholen. Ich versuche deswegen einmal. Ja, ich sag's einmal, nicht mehrmals. Oh. Palbanta ist mächtig aufgeregt durch den Pilz. Macht er dadurch jetzt auch irgendwie mehr Schaden oder ist das nur was Optisches? Er verliert die Kontrolle. Er schießt. Und macht 46 Schaden schon so früh? Ich bin schon wieder wütend. Mann, dieser Palbanta, der macht mich einfach nur stinkig. Ich voll mürrisch und der Pal so voll auf Droge. Finde ich auch gut. Hier gibt es überall Frucht, soweit es auch reicht. Würdet ihr herziehen, dann könnte ich jederzeit welchen trinken. Dann würdet ihr aber schnell die Lust daran vergehen. Hm, auch wieder wahr.
was man täglich haben kann, weiß man oft gar nicht zu schätzen. Zum Beispiel Monster. Mirko sieht sehr begeistert aus. Ich frag mich, was Pal wohl so mag. Ja, mich gegen Feinde zu ballern. Level up für Shining. Und für Extreme natürlich. So, schwellen wir den Löwenzahn, kann ich mir nicht leisten. Und Extreme will ein Megafon. Kriegst du. Du musst unbedingt aufholen. Das ist ein schönes Megafon. Es ist auch nur so schön. Extreme post jetzt jedes Mal. Epona nimmt eine Flüssigkeit. Sagt bloß, das schmeckt. Will auch mal. Die gönnen sich. Ich will auch. Mir ist ein Satz in den Sinn gekommen. Das wäre aber nur ein Übergangssatz, bis mir Extreme einen Satz von sich schickt. Ärger vorbei bei Pal. Ich habe Pal Band verziehen. Ich wäre aber sofort aus dem Zimmer mit ihm raus. Für die Schandtaten, die ihr mir angetan habt. So, ich will einen Fächer mit Rüschen. Der ist gekauft. Oh, ein wunderschöner Rüschenfächer. Na? Und er will ein Freizeitoutfit. Das steht hier. Ich hole die mal bevorzugt den Grün. Und hier will die Bombe, die wir uns nicht leisten können. Ich setze mich mal zu Mirko ins Zimmer. Das ist eine Chance, da sage ich ja. Die Blume ist doch bestimmt für Sven. Ist ein Outfit für ihn. Sieht sehr fancy aus. Natürlich in Orange. Eine Falle. Ganz viele von denen. Bisher habe ich noch nie gesehen, dass dieses wilde Geballer irgendwie sinnvoll war. Grenzen gelernt. Verletzte Gegner durch schlechten Gesang. Freunde leiden auch etwas. Okay. Extreme will unsere Ohren schrotten. Ein himmlisches Kleid für mich. Ist sogar standardmäßig im Blau. Wir nehmen das Blau. Level 5 mit dem Popstar. Das war das 800. Gesicht. Der HP-Streuer macht jetzt 220. Der MP 80. Ja! Egal, was ich jetzt von euch anklicke, ich werde es mir nicht leisten können. Pal Banta möchte ein Spielzeugpanzer werden. Extreme möchte ein Pünktchen-Outfit. Und Schwem möchte noch einen Löwenzahn. Ja, Leute. Dann bleibt ja jetzt nur noch das Gebiet hier hinten. Die beiden Kisten hebe ich übrigens auf, nachdem Gesichter geklaut werden. Weil das wird hier 100% auch passieren. Ganz niedergeschlagen. Sag mal. Du folgst tatsächlich den dunklen Fürsten Sol? So ist es. Du bist so tapfer. Und deinem Mut sollte ich mir ein Stückchen abschneiden. Ja, Paul, solltest du. Kiste mit Spielschein. Ich brauche Geld. Eine böse Banshee. Die war im ersten Gebiet schon heftig. Und jetzt habe ich hier nochmal so eine vor der Nase. Zusätzlich auch noch mit einem Troll. Aua. Mirko. Mirko futtert HP-Bananen. Das ist seine Geheimtechnik. Bereit zum Abschuss. Oh nein, und Mirko wird jetzt gegen den Feind geballert. Für Odin. Was sollte denn das? Also, Pal, du willst echt Stress mit allen haben, ne? Zumindest habe ich das langsam so ein Gefühl. Ich muss Pal streuen, weil der hat keine MP mehr. Und wenn ich schon dabei bin... So,
Erhöht das Herz von mir in Dunkelheit. Oh, jetzt bin ich böse. Und ich stelle Mirko im Bein. Bereit zum Abschuss. Oh nee, jetzt wird Schwert abgeschossen. Hi, Bastmann. Und Beef. Das hast du toll gemacht, Herr Banter. Jetzt hast dich Schwen. Hast du auch verdient. Süßer Blumenduft gelernt. Frische mit Blütenkraft reicht ich HP wieder auf. Magie. Ich wollte nicht mir das geben, ich wollte das Mirko geben. Ich habe nur wieder zu schnell gedrückt. Bitte keine Spoiler im Übrigen, ne? Ich erwähne das nur mal so nebenbei. Aber ja, bisher macht der Panzer irgendwie mit jedem Beef. Und dann... Ach, wieder eine Horrorgeschichte. Und was dann? Sie hört eine Stimme. Sie flüstert ihr in der Dunkelheit zu. Was war das? Ich habe Angst. Sie krächzte wie ein Sargdeckel, der sich langsam schließt. Ich höre gar nicht zu. Wo ist mein Gesicht, wie Schwen ausrastet? Oh nein, nein! Warum ist Schwen sauer? Diese Sitcom-Musik, die mag ich auch richtig doll. Bitte nicht. Okay, die MP-Bonbons heilen jetzt 25 MP. Ich habe sie ja nicht aufgebessert. Nach dem 30. MP-Bonbon. Ein Winkelmesser. Und eine Riesenchance auf einen Kannibalentee. Schade, einen weiter. Kein Glück bisher. Oh, hat das angebissen? Ja, P-Banane hat angebissen. Ich habe eine Banane. Wie kommt das überhaupt zustande, dass ich eine Banane, die komplett frisch aussieht, aus einem Teich fische? Beziehungsweise aus dem Fluss. Wohin hat sich der dunkle Fürst Solwood zurückgezogen? In seine Burg, nehme ich an. Der liegt auf dem Gipfel des Vulkans im Osten. Östlich von hier gibt es einen Vulkan? Wir nennen ihn den Flambig. Es ist ein Bursch, der Regen dauert. Aber du wirst trotzdem dorthin reisen, stimmt's? Nö. Ah, okay. Was, das war jetzt nicht, was ich erwartet habe. Aber letztendlich wird dein Weg dich ohnehin dorthin führen. Das spüre ich. Ich will aber nicht. Wenn ich schon die Auswahl habe zwischen Bares und Obst, ich nehme Bares. Ich brauche Geld. Pam! Machen wir den Goldplank fertig. Na, stimmt ja. Schwen, warum nutzt eigentlich nie deine Heilung? Die haben ständig irgendwelche Verletzte. Und der nutzt es nicht. Oh, ein Brief. Ah, von Weidi. Die Prinzessin ist glücklich und das macht mich glücklich. Bist du auch glücklich? Das wäre schön. Ja, Ausflugstickets. Wer hat noch Probleme mit dem Extreme in Sachen Freundschaft? Der kriegt sie jetzt. So, er möchte immer noch das Pünktchen-Outfit. Kriegst du, weil du in allen Sachen hinterherhinkst. So, dir wollte ich bevorzugt alles in grün geben. Und Palwander möchte immer noch ein Spielzeugpanzer werden. Ja! Jetzt bist du endlich raus aus der Pink-Hölle. Ich wollte anfangs Palbanta alles in Schwarz geben, aber Schwarz kommt beim Panzer irgendwie nie so wirklich vor. Also gebe ich ihm einfach immer die dunkelste Farbe, die gerade verfügbar ist. Beste Freunde! Biechern gelernt! Okay, die beiden posen. Du stehst neben dir, keine Sorge. Dein Pferd kriegt das schon wieder hin. So. Trainingsraum. Endlich mal was komplett Neues. Oh, da ist so ein richtiger Muskelpotz oben drauf. An welches Training wirst du heute absolvieren? Bodentraining.
Bodentraining? Ultratraining. Das hat euch ja geholfen. Aber erinnert an die eine Aktion, die es hier auch oft schon gab. Sieh mal, ein Schmetterling. Das habe ich beim letzten Mal geskippt. Er saugt jede Menge Nektar aus dem Blumen. Ob der Nektar wohl süß schmeckt? Da kriegt man glatt selbst Lust auf Süßes. Das kannst du laut sagen. Komm, wir holen uns jetzt sofort was zum Naschen. Ihr seid wegen der Blumen dort. Und die Chancen gefallen mir, ehrlich gesagt. Seht ihr? Sofort eine Bombe gebaut. Das war nicht mein Plan. Aber ich nehme es. Ja, Schnauben ist halt super. Halt gerade für die, die keinen Multitarget Angriff haben, wie ich zurzeit zum Beispiel. Ich habe ja, abgesehen von diesem Tanzen, keinen Solo-Target Angriff. Ich kläre im Übrigen nochmal auf, warum ich die Prinzessin habe. Meine Kollegen, ich habe mich zumindest über die Jobs vorher schlau gemacht und ich habe denen geschrieben, welchen Job die gerne alle haben würden. Und da blieb leider für mich nur die Prinzessin am Ende noch übrig. Das ist ja kein eindrucksvoller Tanz. Oh, was macht Maxtreme? Neue Technik, Zugabe. Technik, Zugabe. Zugabe, okay. Oh, ich darf nochmal. Jetzt kriegen die eine Fächerwelle ab. Danke, Mirko. Harmonie gelernt. Verbreite die Liebe und besänftige den Ärger eines deiner Freunde. Kann Maxtreme den Ärger zwischen Sven und Palpanta schlichten? Das wäre interessant. Geld ausgeben. Keiner will was. Wisst ihr, jetzt kriege ich mal endlich Geld und dann wollt ihr nichts. Ein Lumpenkleid und Ausflugstickets. Mich interessiert am ehesten die wirkliche Portion Erfahrung. Die Chance war schon so gering. Los geht's. Hey ho! Ich wusste, das würdest du sagen. Diese grüne Fläche ist so groß. Woher kommt das bloß, das viele Moos? Hoppla! Ein toller Reim. Tja, für meinen ersten Gedichtband. Den hat mir Sven schon zugeschickt. Erster Ärger. Abgelenkt. Bam. Er hat die Deckung fallen lassen. Schwinden! Mann! Schwinden, du machst nur unnützes Zeug bisher. Neue Technik. Harmonie. Harmonie! Ärger vorbei. Ah, er kann wirklich den Ärger schlichten. Okay, in der Hinsicht ist Mirko gut. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Danke. Endlich hat er mal nicht unser Team abgeballert. Endlich hat es mal nur den Gegner getroffen. Sonst immer mindestens zweimal unser Team getroffen. Oh, eine Bananen-Mie-Falle. Klaut die meine AP-Bananen? Wahrscheinlich, ne? Ich will trotzdem lieber erst die Trolle loswerden. Weil die machen übelst Schaden. Genau deswegen. Aua. Ich wollte dich gerade streuen. Luftstoß auf den ersten Troll. Und da geht meine AP-Banane. Meine AP-Banane. Was ist das? Oh, ich habe endlich mal gesehen, was sie kann. Sie kann Angriffe vom Feind aus kontern. Endlich, sie kann was. Das war alles, was ich sehen wollte, was die kann. Jetzt kann sie gehen. Neue Technik, Ohrwurm. Dieses Lied hier ist nur für euch. Ah, die feiern. Ist so ähnlich wie mein Tänzchen. So, ich
liege ich mit Waffen weit hinten, das weiß ich. Deswegen kriege ich erstmal den Winkelmesser. Ich fächer jetzt hier euer Wissen zu. Den Priester fand ich auch cool, weil der One-Hitten konnte. Und bisher als Heiler hat er einen besseren Job gemacht als Sven die Blume. So, in Orange, das man kaum sieht. Und ein wildes Outfit hier für unseren Popstar. Und jetzt werde ich ihm endlich mal einen Satz geben. Das ist ein wunderschönes Outfit, was du dir gekauft hast. Meinst du das, McStream? So. Ich frage ihn dann nochmal über Discord, was er gerne als Schlachtruf hätte. Und da oben wartet unser Gesicht, ne? Habe ich schon irgendwas für das Tor da unten bekommen? Das östliche Tor ist verschlossen? Ja, mächtige Magie hält es versiegelt. Ah, aber... Falls ihr den Dong beim Fürsten verfolgen wird, werde ich das Siegel lösen. Oh ja, bitte! Dafür müssen wir jedoch zunächst meine Schwester retten. Wir benötigen die vereinte Magie von uns dreien, um das Siegel zu brechen. Ach, so ist das. Na dann, weiter geht's. Ja! Ja, ich werde da höchstwahrscheinlich noch hin und her wechseln, weil man wird die anderen ja höchstwahrscheinlich noch befreien. Ich lese gerade extra nicht den Chat für den Fall der Fälle. Hohoho. Die Palleule. Die alternativen Kämpfe hier gegen Palbanda sind echt genial. So, wie machen wir das erstmal? Eine Fächerwelle auf dem Pall? Pam! Erstmal pieksen. Aua. Boah, wie oft schlägt die denn? Muss ich erstmal Palbanda trösten? Der Luftstoß. Oh, musste im Extrem gesalzt werden, ich hab's nicht gesehen. Brett zum Abschuss! Oh Gott, und jetzt wird er dafür bestraft. Treffer bestätigt! Was sollte denn das? Du wirst bald wieder Beef haben und ich weiß nicht, ob McStream dafür seine Harmonie einsetzen will, ne? Ich lass die Eule mal tanzen. Ne, die will nicht. Aua. Autsch. Oh, sie führt jemanden in die Irre. Der ist geistesabwesend. Das kommt mir bekannt vor. Mir ist schon klar, dass er jetzt Schaden frisst ohne Ende, deswegen werde ich ihn in die Ruhezone stecken. Hey, nur so bei so diesem Herz Dunkelheit oder irgendwas Lustigem, dann lasse ich das ruhig mal vorübergehend an. Dass die zeigen können, was das überhaupt auslöst. Oder weil es lustig ist. Um da mal aufzuklären. Fächerwelle. Attacke. So, zack. Die Eule ist gleich schon tot. Autschen. Och nö, warum musst du denn so oft zuschlagen? Ich kann gleich nicht mehr streuen. Ja, die Schwäne ist alles in Ordnung. Keine Sorge. Ich habe nur ein paar blaue Flecken. Ich werde meinen restlichen Mana-Streuer für Palbanta aufheben. Pal, mach doch jetzt mal dein komisches Rumgeballer. Das wäre so nützlich. Aua. Ne, ich bin zu lässig dafür. Sven, du willst einfach nicht heilen, ne?
Was hat Sven mit Heilung? Im Übrigen, ich kläre auch mal hier so ein bisschen Plot auf. Die Schwestern sind bei mir Drillinge. Also sind alles drei dieselbe Person. Weil mir die Alternativleute ausgingen. Und weil ich die Idee auch gut fand. Und mein ganzes Dorf besteht aus Sherpa. Einem Kollegen von mir. Eine wunderschöne Schwester. Jaha! Fischerfee 1 Pall. Ich hatte mich schon gefragt, wann mich jemand rettet. Schwester! Aha, alles klar. Du möchtest nach Osten den dunklen Fürsten verfolgen. Genau das wollte ich hören. Wir warten am östlichen Tor auf dich. Lass uns nicht warten. Komm mit, Pall. Moment. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja, allein hättest du das nicht gebacken bekommen. 100 pro. Ein Flickenpanzer oder ein Luxusticket? Bitte das Luxusticket, ich brauch Geld. War ja klar. Ich hau das letzte Spielticket auch noch raus. Danke. Ich brauch Geld. Und so habe ich wenigstens etwas. Spinnensushi und Waldnüsse. Die Blume mag die Nüsse. Und wir alle mögen das Spinnensushi hoffentlich. Ich würde das nie im Leben essen. Also ich mag Spinnen, aber nicht zum Essen. So, ich will einfach wissen, habe ich jetzt hier für das Tor irgendwas? Ich glaube, Ben hat mir in der Höhle was gegeben. Eine Öffnung. Ein passender Gegenstand. Ja, die Platte von Ben. Dann kann ich ja noch den Kochprofi da hinten. Und muss mir eine Kiste gönnen. Abmarsch. Ist immer schön, wenn die alle Aufsätzchen haben, dann kommt man schnell hier durch. Drei Spielscheine. Das Spiel weiß, dass ich zocken will. Und seine ganze Klasse als Kameraden dazu haben, ist bestimmt auch lustig. Extreme hat übrigens gerade Level 7 erreicht. Und Kiste. Mit einem Schleifchen-Mikro. Extreme hält auch mal Waffen. Der will halt auch bisher keine Waffe gekauft haben, ne? Oh, ich will mal eine Waffe. Ein dunkler Eisenfächer für Shining. Das ist mein Traum. Dann kann ich allen die Kehle aufschlitzen. Nein, Leute, ich bin ein friedlicher Mensch. Er möchte ein Veilchen werden, der Sven. Ich dachte, du wärst viel weiter mit dem Outfits. Veilchen wurde gekauft. In Orange. Nicer Blätterrock im Übrigen. Oh, was ist denn das für ein Getränk? Gluck, gluck! Ah, unglaublich! Der Geschmack des Schweins blickt Wurzeln in meinen Geschmacksnerven. Ich dachte immer, solches Zeug müsste bitter schmecken. Doch dieser Trog ist ein wahrer Hochgenuss. Ich befürworte den täglichen Verzehr dieses Trunks. Oh, sei gegrüßt. Ich bin Sanji, der Reisegourmet. Oh, Kochkunst hebt auch mich ins Fernen höchster Verzückung. Diesen Genuss muss ich einfach mit dir teilen. Greif zu. Dreimal Elfentrunk halten. Bon Appetit. Den gönne ich mir gleich. Und die Kiste kann ich mir eigentlich jetzt, glaube ich, gleich gönnen, oder? Ich warte noch einen kurzen Moment, weil wir liegen echt weit hinten, was Ausrüstung angeht. Und das wäre Verschwendung, jetzt die Kisten zu nehmen. Na, meine drei Schwestern. Da bist du ja endlich. Ihr seht alle wunderschön aus.
Schwestern, seid ihr bereit? Ja! Aber immer doch! Was machen die drei? Halt, tanzt für mich! Los, öffne mein Torball! Das war wunderschön. Das habe ich mir nach all den vielen Stunden redlich verdient, das mit ansehen zu dürfen. Danke, dass ihr das Tor geöffnet habt. Ihr habt mir sehr geholfen. Ah, der Ersten wurde das Gesicht geklaut. Nun sollte vorher Schluss mit eurem Feenzauber sein. Der Witz könnte von mir sein. Man nennt sie die Palbanta-Parade. Es ist Zeit für einen Besuch bei euren Elfenfreunden. Muahaha. Hey, Schwester! Wir müssen dich nach Hause bringen. Am besten brechen wir sofort auf. Tut uns leid. So, und jetzt hat er höchstwahrscheinlich im ganzen Dorf die Gesichter geklaut, ne? Das heißt, ich werde sehr viele Sherpa-Bosse haben. Oh Gott. Alle Gesichter sind weg. So sahen alle schon aus, als sie hier ankamen. Der dunkle Fürst hat ganze Arbeit geleistet. Als Ältester habe ich die Pflicht, dich das hier zu bereinigen. Hilfst du mir? Natürlich. Ich wusste, dass du uns nicht im Stich lässt. Pal hat sich dir angeschlossen. Mal wieder. Pal, kümmere du dich um die anderen. Geht klar. Also dann brich mir auf. So, wo kamen denn die ganzen Gesichter? Der furchtsame Sherpa, dein Gesicht ist... da in der Zitrushöhle. Von euch? PMFN 1, Sherpa? Da, neben der Tomate. Und von dir? Auch dort. Ach, ihr seid wahrscheinlich ein Triple-Boss, ne? Wie die einen Rabatt und ein Skonto. Dir wurde nicht das Gesicht geklaut? Dein Gesicht wollte er. Er hat dein Gesicht doch vom Prinzip her und gleichzeitig hat er es nicht. Und der Faule wurde auch verschont. Mäh. In letzter Zeit ist es schön ruhig im Dorf. Das könnte man sich auch tagsüber mal in die Nicke schicken können. Mäh. Und du, schelmische Sherpa? Ganz da hinten. Toll, ich doch wieder zu den Trollen. Und du, wo bist du? In dieser Blume. Warte mal, ich habe da gerade was ganz Tolles gesehen. Das muss erstmal getan werden. Und diese Ebene, die gefällt mir auch richtig gut, ne? Also ich liebe solche Spiele, wo man sich gefühlt ganz klein vorkommt. Und wir haben hier ein paar Eulchen, mal neue Gegner. Ich versuche die mal ein bisschen länger leben zu lassen. Ich will sehen, was die können. Entspannt. Och Mann, Pal. Ich bin nicht dein Schutzschild. Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Ja, den Ärger hast du dir selber zuzuschreiben. Lockt Shining in einen Albtraum? Nee, ich bin hellwach. So, macht ihr denn wenigstens auch saftig Schaden? Nee, genauso viel wie ihre Schwestern. Dann schnaube ich die mal weg. Schade nur das normale Schnauben.
Oh, Mirko darf auch einmal zutreten. Oh, ganz ruhig. Und Sven auch nochmal. Die kriegen auch die Nase. Ja, wir haben bescheinigen. Und Bonuserfahrung. So, ich habe diesmal nicht direkt A gedrückt. Ich lerne dazu. Es ist noch nicht an der Zeit, dies zu benutzen. Guten Tag, ich habe Post für Sie. Sie sind doch Herr Scheiding, richtig? Ich habe einen Brief erhalten. Von wem? Habe mir meine Arbeit getan. Tschüss. Lieber Scheiding, nur wer gut gestärkt ist, kann gute Arbeit leisten. Merkt ihr das? Dein Rave. Ich hatte das mit den vorherigen Techniken, dass sie schon selten drankommen. Und du sagst, von der kommt das nochmal selten? Wir werden nie die Technik von der Trulla sehen. So, Gold. Hier möchte jemand ein Flickenpanzer werden. Ist genehmigt. Das ist ein wunderschöner Flickenpanzer. Genieß ihn. Und Sven möchte eine Raune werden. Allraunen sind ein tolles Gemüse. Ein wildes Outfit. Das ist aber, glaube ich, 900 jetzt ungefähr wert. Ich gebe es einmal im Extrem und danach gucke ich, wie viel das wert ist. Hier wollte ich basismäßig grün geben. So, einmal mal gucken, wie viel ist das wert. 730, okay, lohnt sich noch nicht. Aber ich kann wenigstens dem Nächsten sein Zeug kaufen. Wovon keiner was haben will. Elfentrunk. Oh, das gibt MP und Magie. Mag ich nicht. Pal, du brauchst MP. Bist hochzufrieden. Kennst zwar nicht mit Magie, aber du brauchst die MP, also nimm. So, und die Waldnüsse, die mag ich. Mm, Tomaten, Tomaten, Tomaten. Tomaten, Tomaten, Tomaten. Sollten nicht fehlen im Garten. Ich esse am liebsten die harten. Und ich mag lieber die zarten. Denn Tomaten, die da sind echt die besten. Ich glaube nicht, kann mir je den Spaß an den Tomaten verderben. Ja, das ist mir wohl aufgefallen. Habe ich nicht das Zeug zum Sänger? Ich könnte Mirko von seinem Job ablösen. Next Stream! Neue Technik! Reißen! Aua, der hat uns auch wehgetan! Aber wir hassen Mirko wenigstens nicht dafür. Nur Mirko darf uns einen Schaden machen. Palbanter darf das nicht. Der war Beschwänze, Klang der Natur gelernt. Bringen verwirrte Freunde mit der Pfeife zurück in den Kampf. Okay, wenn wir irgendeinen Statuseffekt haben, kann Sven uns heilen. Anscheinend das automatisch, Sven. Wie zum Beispiel der Krieger, der verpasst mir einfach eine Ohrfeige. Ein Eiscreme-Mikro! Richtig nice. Jetzt schlägt er ständig an seinem Mikrofon. Aber das ruiniert doch bestimmt die Aufnahmen. So, bitte jetzt nicht fragen, wer ist Sherper. Dann habe ich verloren. Wir können immer weiterspielen. Ich bin der einzig wahre Quizfreaker. Kennst du jemanden nur an der Silhouette? Dann spielen wir jetzt das Silhouettenquiz. Dann wird gleich anfangen. Drei Fragen. Fangen wir an. Wer ist das? Das ist Padde. Nice. Nummer zwei. Das ist Exo. Und wer ist Nummer 3? Das ist Akaya. Das war easy. Ja, du hast mich klar geschlagen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin voll motiviert bei dem Typen.
So, die Blümchen lasse ich mal in Ruhe. Wir haben hier hinten noch einen Job, den wir zuerst erfüllen. Der dunkle Fürst hat uns also aufgelauert. Tja, so kennt man ihn. Wir sollten wirklich besser aufpassen. Habe ich jetzt Beschüsse und des Dorfes versagt? Ja. Haha, du nimmst kein Blatt voll im Mund. Mehr nicht. Okay. Bares oder süßes? Bares. Wenn ich schon die Auswahl habe, dann nehme ich natürlich Bares. So. Palbanda will ein zweites Mal seinen Flickenpanzer. Und er wurde gekauft. Ja. In Schwarz sogar. Genau, jetzt gibt es hier den Flickenpanzer, ne? So, da müsste jetzt der Trio-Boss sein, ne? Also auf jeden Fall waren alle drei an dieser Stelle. Das sind die größten Tomaten, die ich je gesehen habe. Oder wir sind geschrumpft. Ja, genau. Oh Gott, Extreme ist gewachsen. Na, ihr Winzlinge? Ah! Ein paar, nur ein böser Traum. Okay. Sven, was du schon wieder träumst. Ah, der Theo-Boss. Drei Sherpas. Hey! Holla! Oha! Drei Tomaten. Das Tomatenteam. Okay, kriegt nicht mal Sherpa als Name, sondern einfach nur das Tomatenteam. Da muss ich doch eigentlich erstmal eine, irgendwas Kessel auf Parkett legen. Aber wir machen das richtig stilvoll. Du kriegst auch, wenn ich schon dabei bin. Weil wenn ich schon das Pferd zum Start kriege, machen wir einmal Hottehü. Eine wunderschöne Sequenz. Das hat wunderbar funktioniert. Alle sind total entspannt. Sherpa kriegt gerade übelst auf den, die Schnauze. Tomatenteam schmuckt Tomaten da. Shining liebt Tomaten. Der Gegner hat mich geheilt. Das ist ja nett. Aber Palbanda hasst Tomaten. Ja, da hast du wunderbar angegeben diesmal tatsächlich. Und Palbanda nutzen den geheimen Move HP-Banane. Könnten die sich nicht wenigstens auch dabei aufbessern? Würde ich sogar lassen, die zu streuen. Nein! Ich habe das Falsche gedrückt. Ich wollte nicht automatischer Kampf. Ich wollte den MP-Streuer auf mir einsetzen. Na gut, jetzt habe ich es schon eingesetzt. Jetzt kriegt das wenigstens eine Aufwertung. Ich versuche mich selber extra nur mit HP-Bananen zu heilen. Oder MP-Bonbons. Das Tomatenteam ist wieder bei Sinnen. Verbannter nutzt Shining. Ach, Sven aus. Und Tomatensaft für einen Sven, der ihn liebt. Und Max Dream? Nee, der mag den nicht. Nein! Okay, er hat das Tomatenteam hauptsächlich erwischt. Oh, Fische Pall! Bin das ganze Team überglücklich. Extreme hat Level 9 erreicht. Liebes Link gelernt. Sing eine Ballade, um deine Verbindung zum Team zu stärken. Bitte was? Ah, ich muss offenbar generell gerade Juwelen sammeln. Palbanda will schon ein Wollpanzer werden. Wir sind schon bei Wolle angekommen. Ja, das gerade ist ein Flickenpanzer.
Das ist die dunkelste Farbe hier. Tomatennudeln. Wir haben zum einen erfahren, dass ich Tomatensaft liebe. Das war auch meine fette Lüge. Und Sven es eigentlich liebt. Schön, dass das Spiel mich so extrem anlügt. Ja, komm, Mirko, hier kriegst du Tomaten. Okay. Die Sherpas hätten mich schon mal gerettet. Nebenbei, ich habe ja Sherpa und Akadai den Clip dazu direkt geschickt, ne? Sherpas Kommentar war nur, ich will auf einen anderen Planeten mit anderen Lebewesen. Ich muss denen das Einzel geben, nein. Oh ja! Oh, die fesche Pall hat mich gerettet. Das kann es für einen Fan schöneres geben. Und du, Fremder, hast ihr sicherlich geholfen auf deine eigene Art. Ich nehme das zum Dank. 300 Gold. Danke. So, das war Nummer 2. Ich bin gerettet, aber noch wichtiger ist, die fesche Pall lebt und ist unversehrt. Danke, danke, danke. Nimm das hier zum Dank. Wupp, wupp, wupp. Oh, 600 Gold. Gib mir die dritte hier jetzt 900 Gold. Dass es immer so eine 300er Aufwertung ist. Wenn ja, hätte ich endlich mal Geld. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Die feschen Feen haben unglaubliche Kräfte. Und du, Fremder, bist auch ein ganz harter. Das hat uns sehr geholfen. Also sollst du das haben. Übrigens, wie geht's der Fashion-Pal? Ist sie in Sicherheit? Sie stand direkt hier. Und hat sich sogar noch böse angeguckt. So, auf in die Höhle. Oh, da ist ein Miam-Ploing. Für eine Ploing-Wurzel bin ich immer zu haben. Neue Technik, Liebeslied. Ich hab euch alle lieb. Alle lieben Extreme. Blumenduft. Und endlich heilt Sven mal jemanden. Ihr nutzt diese Heilung so selten, dass ich schon immer vergesse, dass sie überhaupt existiert. So, und was hat das Liebeslied jetzt eigentlich gemacht? Wow, alle haben gerade eine Freundschaft von Stufe 9 mit allen. Also mit Extreme. Das ist OP. Also Extreme kann die Freundschaft zu allen gleichzeitig aufs Maximum hochboosten. Bei 9 war das höchste, was ich hatte. Ich und Pal hatten 9 miteinander. Ich schaffe es noch, darüber zu gehen. Ach nö. Nee, schon wieder Gesichter sammeln. Schon wieder? Naja, ich verfolge den dunklen Würschen schon seit einer ganzen Weile. Oho, dann hast du ja sicher eine Menge Kampferfahrung. Schön, wenn man jemanden hat, auf den man sich verlassen kann. 850 Leute. Ja, HP Streuer macht jetzt 240. Ich brauche keinen Healer mehr eigentlich. Der HP Streuer macht eigentlich schon alles. Also solange irgendwer mit mir eine richtig harte Freundschaft macht, kann Extreme das vollkommen ausnutzen und das bei allen auf den Wert boosten. Dafür hast du dir ein Macho-Outfit verdient. Wir sind schon beim Macho? Wann hat Extreme uns überholt? Ich bin verwirrt. Spin Sushi für unseren Panzer, der sonst nie zum Zug kommt. Mag der Ploings? Nö. Mag er Ploings? Ja. Ihm schmeckt es zumindest. Das hier ist also die Zitrushöhle. Wie süß es hier duftet. Oh, schau mal. Das sieht ja lecker aus. Was? Trink das nicht. Du wirst unsichtbar. Nein, halt! Was denn? Das ist eindeutig Orangensaft. Was ist daran mit Orangen? Eindeutig. Beziehungsweise Orangensaft. Er nimmt genüsslich eine mysteriöse Flüssigkeit. Und er ist schon wieder verschwunden. Mein Mann, der freut sich, wenn er unsichtbar ist. Dann muss er uns nicht sehen. Obwohl, er sieht uns, aber wir sehen ihn nicht.
nein, nein. Ich habe weiter. Ist also einfach nur ein alter Boss. Ich hau erstmal die Schnecken kaputt. Extreme ist dran. Und macht ein Ibis-Seed. Das war das Beste, was du machen konntest. Oh. Das war mal was Neues. Jetzt entspannt und versteckt sich hinter Mirko. Der Arme. Das war klar. Extreme ist jetzt sauer auf Pall. Er ist entspannt. Erstaunlich munter. Und macht das wilde Geballer. Ich bin am Zug. Ich mache meinen Geheimzug HP-Banane. Komm, heil. Neue Technik. Süßer Blumenduft. Endlich mal die starke Technik. Blumenduft. Oh! Ist aber nur eine bessere Heilung. Zack. Ist schon fies, dass er nur Gruppenangriffe macht. Ich würde gern eigentlich einen sogar sterben lassen, weil ich mal Schwänz Wiederbelebung sehen will. Aber am Ende sterben alle. Palm benutzt die anderen immer so oft das Kanonenfutter. Er muss auch mal bestraft werden. Aber wenigstens salze ich sie noch alle. Ich will einfach mal die Wiederbelebung sehen. Außer Palvanta mampft natürlich eine AP-Banane. Pecherwelle! Luftstoß! Der Falter hält echt viel aus. Pall hat keine AP-Bananen mehr. Erstmal Sven heilen. Sven ist jemanden, den ich auf jeden Fall immer heilen muss. Lass uns lieber vorsichtig sein. Okay. Geheimtechnik HP-Banane. Ich will sie nur boosten. Sven wird Hilfe angeboten vom Extreme. Bereit zum Abschuss. Oh Gott, nicht den armen Sven. Und jetzt hat er auch noch Beef mit Sven. Alle hassen Palvanta. Nein. Ja, na gut, jetzt habe ich wenigstens alles aufgebraucht. Okay, weiter geht's. Extreme ist nicht mehr so beliebt. Das wusste ich schon. Harmonie! War ja klar, dass er nicht seinen Ärger beenden will. Das wäre unlogisch. Er ist halt sauer auf Pall. Panzerung stärken! Neue Technik! Panzerung! Nach nicht langen Stunden sehen wir das. Erste Nettaktion! Spenden! Nett! Hier, nimm bitte! Danke! Oh, Maxstream hat ihnen eine von seinen HP-Bananen gegeben. Ich glaube, Palvanta war aber relativ voll. Ich muss die anderen eh streuen. Und danach geht mir der Streuer aus. Also dieser Falter hat echt gut Schaden rausgehauen, das muss man mal sagen. Ich habe nur noch 2 MP in diesem Streuer, das heißt, ich kann Pal einen Angriff noch geben. Zack. Luftstoß. Zugabe. Von wem? Von mir. Dann habe ich das Ding mal zur Abwechslung tanzen. Wollte nicht. Aua. Und die HP-Bananen sind schon wieder alle. Und Maxstream gibt seine natürlich wieder ab.
Aha, welch ein Spaß. Oh, sie spielt eine heilende Melodie. Die heilt uns. Das ist ja nett. Wir haben noch einen Healer im Team. War richtig cool. Sie hat die Gruppe geheilt. Und das war der erste Kampf, wo mir der Streuer wirklich fast leer ging, ne? Also da war wirklich nur noch so ein Fitze drin. Und ich fand es halt gut, dass bis auf mich alle zu Feinden gemacht hat. Die Stunde gelernt. Merk schon, stell deine MP und die eines Freundes wieder her. Und Bonuserfahrung für Schmirko. Weil er halt so weit hinten hängt. Zu diesem Fighterhund, ich gebe ich auf jeden Fall per Panzer, weil der braucht unbedingt MP. Ich will ihm ein Geschenk geben. Ich habe was für dich gekauft, Palwanter. Das habe ich für dich besorgt. Na, was hältst du von meinem Geschenk? Du hältst einen Luftballon. Dankeschön. Palwanter freut sich. Oje, Maxime mag Shining und hat's gesehen. Immer nur Palwanter, das ist nicht fair. Ich hasse ihn doch meistens. Weil er mich immer als Kanonenkugel benutzt. Also, so sehr stimmt das nicht, Mirko. Eine Billardkugel für Palwanter, Jetzt schießt er mit Billardkugeln. Aber eins muss man Palwanter halt lassen. Er macht wirklich sehr, sehr gut Schaden. Kunstgebäck. Zwei habe ich noch. Ich will eigentlich eher die Ausflugstickets. Weil ich muss unbedingt mal die Freundschaften steigern. Und wir kriegen noch für Mirko das Regenbogenmikro. Hab nicht gedacht, dass wir das kriegen. Aber er kriegt es. Guck mal, Schafe. Oh, wie süß. Wolle ist schon was Tolles. Stimmt. Daraus kann man Kleidung und Decken herstellen. Praktisch. Ein schönes Date hatten wir, Sven. Aber jetzt beginnt unser richtiges Date, Sven, weil jetzt gehen wir auf den Einkaufsbummel und du darfst all meine Tüten tragen. Warum nehmen wir das Pferd mit? Heute leiste ich mir was Schönes. Mirko ist übrigens da hinten. Ich habe mein Portemonnaie vergessen. Dumm gelaufen, aber keine Sorge. Ich zahle für dich. Gentleman. Fein, dann hätte ich gerne eine Lupe. Und einen goldenen Ring. Und einen schicken Sportwagen. Oh, mach aber mal halblang. Du wolltest für mich bezahlen, Sven. Jetzt gib mir meinen Sportwagen. Bei Banta schmeckt's. Sven hasst es. Aber er mag Tee. Und ich mag's auch mehr oder weniger. Sudschnecken. Die liebt Sven. Mit dem Fighterhund, ich darf Palwanter mal probieren. Gut, dass er dir schmeckt. So hast du wenigstens mal 2 MP drauf bekommen. So, welcher Sherpa war das denn? Der Schelmische, oder? Nee, die Furchtsame. Oh, das war schrecklich. Welche Pall, dieser Fremde und du, ihr habt uns gerettet. Danke, vielen Dank. Wir nehmen dieses Geschenk an. 5 AP-Bananen. Aber jetzt entschuldige mich. Ich muss mich hier noch ein bisschen fürchten. Na super. So, jetzt fehlt nur noch die eine Fischefee und die Schelmische. Und die Schelmische war da drüben, ne? Ja, aber die machen wir erst beim nächsten Mal. Beide Feen sind da drüben. Ich denke mal, danach sind wir hier auch mit dem Gebiet fertig, weil das
hier schon Bildschirmrand ist und ich denke, man danach wird wirklich nicht mehr wirklich kommen. Deswegen speichern wir jetzt. Die Kisten gönnen wir uns auch erst beim nächsten Mal. Gebt mir eine kurze Sekunde, damit ich euch nochmal eben kurz zuwinken kann und euch anständig verabschieden kann. Wenn es euch gefallen hat, ihr vor der Glotze vom Handy oder was auch immer ihr zugeschaut habt, dann lasst auf Twitch ein Follow da, auf YouTube ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!